Er war es doch, er lügt euch an. Richtig, das ist Geheimcode. Klar, sowieso. Ja, weil wenn man den Text, der da ist, in binär umwandelt und dann rückwärts liest, ja, dann sind da ganz viele Nullen und Einsen. Ja. Boah! Ja. Ich glaube, ich habe jetzt zwei gesehen. Ja. Arin! Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Welcome back! Du wolltest das machen, worauf ich dich gebracht habe. Irgendwie super geil, zwei Stufenofen. Boah, ich krieg keinen Bock drauf. Ich will jetzt was bauen, was Spaß macht. Drogen? Drogen machen Spaß. Dach auf meine Kathedrale? Ich weiß, was ich baue. Drogen? Ja. Bau jetzt endlich mal für mich auch ein Haus an der Oberfläche. Nee! So, dein ich hab's dir gesagt, 100 Folgen und Dinge passieren. Die haben mich alle für verrückt empfunden, aber m-m. Ja, warte mal. Du weißt noch nicht, ob er mit Bauen damit meint, dass er eben Cindys Haus nimmt und halt Block reinsetzt oder so. Das ist jetzt meins. Aber so einen braunen reingeschissen, weißt du. Ich kann das schauen. Wie im echten Leben. Da geht er auch immer zu den Leuten und scheißt ihn ins Wohnzimmer. Ja. Oh. Das finde ich aber okay, weil in mein Wohnzimmer gehe ich so gut wie nie. Ja, außerdem stinkt es doch sowieso schon, du hast Geschwister. Ja. Oh ja. Motherfucker. Ich habe 33 Rohrkott, 11 Pufferfisch, 14 Salmons, 2 Tropical Fish, eine fucking Wasserflasche, Trip-Wire-Hooks. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, die Fische sind tot, wenn du die bei mir ins Aquarium setzt, ist nicht cool, oder? Doch. Du Terminus? Ich weiß es. Ja. Wenn ich gerade sozusagen aus meinem bisschen Raum, den ich habe, straight nach oben baue. Ja. Bin ich jetzt sozusagen fast neben deinem Haus? Neben dem Bauernhaus. Ich weiß es nicht, vielleicht, wahrscheinlich bin ich da ungefähr in der Nähe. Bleib mal in deinem Keller, ich geh mal kurz zum Bauernhaus, weil ich weiß, ich hab dich immer gerade nach unten gesehen. Also relativ. Geil wie immer Nacht, egal. Naja. 35, krass. Ich bin gerade Level abgekommen. Also ungefähr bei minus 360, ja nicht mal 368, sorry. Ich sehe dich sogar. Du kommst halt direkt bei meinem Wald raus, da ist es nicht. Komm mal gerade nach oben. Moment. So ungefähr. Da stehe ich jetzt ungefähr in der Mitte meines Raums. Ja, da bin ich jetzt auch quasi genau über dir. Da ist mein Wald. Ja, den kann man auch abreißen. Nein! Der kann aber auch brennen. Lutz? Kann er nicht. Hallo, dann baue ich halt einen kleinen Höheneingang rein von mir aus. Pass auf, ich zeig dir was. Komm hoch in den Wald, komm jetzt hoch. Hat Lust den Wald noch nicht gesehen? Mach bestimmt nicht, der kommt doch schon hier raus. Ja, echt so, ich bin richtig der Cave-Dweller, Junge. Ich wär ein, wie heißt denn die nochmal? Falmer, Junge, ich wär ein richtiger Falmer. Ja, oh. So dreckig siehst du auch aus. Ja, Mann. Stehst du ungefähr da, wo ich gerade eben war? Das hier? War bei dem Baum so rum, denke ich. Komm mal mit, ich zeig dir was. Moment. Ja, wäre es schlimm, wenn ich einfach... Terminus, guck mal. Das bietet sich doch an. Wenn ich einfach hier zum kleinen Höheneingang mache. Nein, komm ran! Wie wär's, wir machen hier mit Holz zu, hier hast du einen Türeingang und dann kannst du hier in die Höhle bauen, wie du willst. So eine echte. Sache ist, ich hätte gern Luftkontakt. Das ist ein Wald. Ich brauch. Ja. Problem. Ja, dann bau halt nicht hier. Der soll genau da, wo er rauskommt, einen fetten Baum hinmachen. Und durch den Baum geht er weiter nach oben. Wow! Hier fehlen Blätter. Hier hat jemand meine. Wieso? Ist hier was explodiert? Wahrscheinlich ist einer von den Leuten, die keine Ahnung haben, dass es ein cooler Wald ist,
auf die Idee gekommen, hey, ich komm da nicht durch. Ja, kann nicht, weil nur die Baumkronen wechseln. Das sieht so aus, als wäre wirklich gebrannte LOL. Ich mag euch nicht. Okay. Ich hab nicht mal ein Feuerzeug, also ich bin Proof, Junge. Ich wünschte, ich hätte ein Feuerzeug, dann hätte ich schon 20 Mal das scheiß Endportal an, beim Endportal des blöde Dinges. Endportal. Ja, beim Endportal, da ist nämlich auch ein Netherportal direkt daneben. Ach so, lol. Nur sonst komm mal hier hoch. Wo bist du hin? Ich bin auf dem Turm. Ja, nebenbei. Runter. Du könntest auch da oben auf dem Plateau was bauen, weil da haben wir auch noch nichts. Plateau? Quasi hier ist, ja, hier ist ein bisschen frei, meinst du hier oben? Pass auf. Mensch, hat da wirklich jemand? Das ist schon das Haus, das darfst du nicht abbauen. Aber irgendwie hier haben wir halt noch gar nichts, eine ziemlich weite Fläche, gar nichts sogar. Dann können wir das mit dem Weg hier drüben verbinden, mit unserem schönen Haarweg. Ja, dann mache ich das. Irgendwo hier, dann ist cool. Dann haben wir auch mehr, was man auf der Karte von oben so sieht. Jo, dann mache ich außerdem das. Hast du ja quasi in alle Himmelsrichtungen was, da sieht man Cheese House. Oh, da muss das ich aber mein Untergrund aber ganz schön ausbauen. Ja, genug Platz. Wenn du zur Kathedrale gehst, dann sind 4 Kisten voller Erde. Ich brauche keine Erde. Ich glaube, ich habe hier genügend. Ja, das kann sein. 4 Doppelkisten. Mal sehen, wie das aussieht. Wahrscheinlich ist ein hundiges Gebäude hübscher. Oh, ich hätte so gern Bacon mit Haste. Oh, ich hätte so gern Bacon mit Speck. Ich habe Hunger. Ja. Ich würde gern sterben. Das stimmt. I want to kill myself. Was geht ab schon? Wer erzählt uns von deinen Leiden? Ich angel. Fische! Du magst angeln doch, du bist doch komisch. Ja, ich mag angeln. Ich weiß, was ich meine. Ich würde gerne was anderes angeln. Du angelst nur tote Fische, oder? Haben wir irgendwo ein, wir haben ein warmes Wasser. Okay. Jetzt muss ich mir erstmal die Lupe nehmen. Der kleine Sherlock wieder. Ich koche Hotzeblut. Ich hab einen Sattel. Du armer Mann. Scheiße, ich brauche ja noch ein Boot. Ich mach's einfach so, ich versuche einfach meins zum absoluten Industriegebiet zu machen und versuche alles zu produzieren. Jo. Das ist mein Goal. Dein und Goal. Wir hatten eine regelrechte Landerweiterung gemacht. Wie sie. Du alte Memme, denkst du hast Probleme. Ja. Was gibt's denn noch für Farben, die wir nicht haben? Holz, Eisen, Gold, Turtle wurde weggemacht. Ich hab U-Schaf. Ja. Hier haben wir wahrscheinlich eh alles. Wobei, was du noch nicht hast, ist eine Wolleform. Mushroom-Kau. Ja gut, das ist ja nicht für die Farm, man braucht ja nur eine Kuh. Ja, wenn du zwei hast, schon besser. Aber ja, Wolle kann man auch automatisieren, indem man halt die Schere in den Dispenser reintut. Echt jetzt? Ja. Dispenser schießt eigentlich Items raus mit Dollarkraft. Ja. Oder halt, ich weiß so nicht, wie ich noch kenne. Ich glaube, das war ein Dispenser. Eins von den zwei Items war halt entweder. Droppt auf jeden Fall, droppt's leicht. Penser anscheinend kann jetzt mehr machen. Ja, dann war's Dispenser. Und dann kannst du halt einfach ein Schaf auf einen Grasblock stellen. Mit dem Observer den Grasblock anschauen und halt dann dadurch den Dispenser triggern. Stabil. Ja, weil die Wolle wächst danach, sobald der Grasblock gefuttert wird. Smart. Ja, man könnte rein theoretisch auch immer wieder ohne Observer einfach die Dispenser abfeuern, weil die Haltbarkeit nur weggeht, wenn das Schaf auch tatsächlich Wolle hat. Eins ist aber trotzdem besser für den Server und
Source-Management für den Server, wenn du das so machst. Nicht unbedingt für einen Server, so schlimm ist es nicht, aber es sind halt ekelhafte Sounds. Das auch. Ah, aber, ja. So wie wenn Schwestern reden. Ja, ekelhaft. Ah ja, ich wollte schon ewig so eine kleine Wollefarm machen. Also die Einzeldinger, die machen ja nicht viel. Aber wenn das halt die ganze Zeit AFK da rumliegt, so, dann wird halt doch ein bisschen Wolle hergestellt. Ich baue erstmal einen coolen Eingang zu meinem Ding. Das ist mir erst was machen. Das ist mir vernünftig, vernünftig. Wow! Wowzers. Bowser? Boah, Lutz, du bist gar nicht so viel höher als ich gerade. Lutz, kannst du Flöte spielen? Aber du bist wahrscheinlich wieder im Haus. Nee, ich kann nicht Flöte spielen. Oh. Kannst du Flöte spielen? Kannst du Flöte spielen? Das konnte ich vor 10 Jahren vielleicht irgendwann mal. Könntest du noch irgendein Lied spielen? Nee, keine Chance. Scheiße. Also. Ich hab's verdrängt. Okay. Also auch nicht, wenn du es jetzt versuchen würdest, mit der Nase rein zu pusten. Einen Moment. Nee, geht nicht, die ist kaputt. Die Nase oder die Flöte? Die Flöte ist ein bisschen Chaps. Die Nase oder die Flöte? Ich frage mich jetzt gerade, warum liegt sowas griffbereit neben ihm? Weil Lutz komisch ist. Ja, genau. Warum liegt sowas griffbereit neben ihm? Warum würde sowas griffbereit neben ihm liegen? Das ist echt komisch. Ich will die Mundtrommel hören. Maultrommel. Ja. Maultrommel. Ich weiß auch nicht. Leute sind einfach richtig verrückt. Ja, behindert kann man fast sagen. Ich weiß auch nicht, wie man überhaupt auf die Idee kommt, irgendwie sowas in der Hand. Wegen des Halsschicks. Jetzt kommt gleich. Ich als Experte kann sagen, das ist definitiv eine Ocarina. Ich sollte ja auch eine Ocarina hier irgendwo rumliegen haben, aber. Naja. Irgendwo liegt hier noch eine Ocarina. Ich weiß so nicht mehr wo. Die kann ich aber nicht spielen. Na, Fokus! Schon, der verlässt uns gerade. Ich hab vergessen, wie er die hält, richtig? Ich glaub so. Wow, wow, wow. Hat er so viele Instrumente bei sich? Weil ich ihn zu Dingen zwinge. Ich kann nur noch ein Xylophon holen. Mehr habe ich nicht. Das nächste. Ich habe auch noch so eine doofe Vogelpfeife, aber da muss Wasser rein, das will ich nicht. Wasser? Ja. Außerdem, das nächste, was ich hätte haben wollen, aber die kosten mal ein bisschen mehr, dummerweise, ist so eine Slide-Whistle. Also wieso kosten die eigentlich mehr als vernünftige Sachen? Ja, nee, ich hab eine Slide-Whistle, aber die ist aus Holz und die ist schief. Oh. Wieso sind ja alle Instrumente schief? Der spielt auch mit einem angeborenen Hass einfach. Richtig.